macht man eigentlich Early-Game-Käfer-Arenen? Hey, die sind doch so schwach. Egal, was du da reinmachst. Ich meine, wenn du dir nur anschaust, was der Arena-Leiter für Pokémon hat. Also der erste Arena-Leiter war ja relativ easy. Mal gucken, wie der zweite wird. Der müsste eigentlich auch relativ easy werden. Oh, er kommt jetzt schon mit dem Sichlor. Aber ich glaube, ich mache dann einfach einen Heuler. Ich werde dann einfach noch einen Heuler auspacken. Er macht die Zornklinge, aber die ist halt nicht wirklich effektiv. Zornklinge könnte ja auch daneben gehen, theoretisch. Problem ist, Zornklinge wird immer stärker, je öfter er es macht. Wo natürlich das Problem ist, dass wir jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Schaden bekommen werden. Das ist schlecht. Einfach One-Hit. Das habe ich nicht erwartet. Sonst hätten wir uns ja wenigstens noch heilen können. Vielleicht trifft er dann eine von 5 Zornklingen nicht. Weil die hat ja auch nur eine 95- oder 90%ige Genauigkeit. Also was macht die KI, damit jetzt Kokuna kommt? Das weiß ich halt auch nicht ganz genau. Dann gehe ich jetzt einfach direkt auf den Heuler, dass ich dem Sichlor ein bisschen Damage verwehren kann. Und wie gesagt, er kommt jetzt aber direkt mit der Zornklinge. Ich werde einfach seinen Angriff so circa aufs Minimum senken. Ansonsten habe ich gegen das Sichlor eh keine Chance. Wobei ich ja eigentlich schon das besser resisten müsste. Ich meine, er macht mir trotzdem 13 Schaden, obwohl er jetzt auf minimalstem Angriff ist. Aber wenn er jetzt halt wieder trifft, dann bin ich ja RIP. Ich kann nichts gegen den Typen tun, der trifft jede Zornklinge. Und auch wenn er sie nicht trifft, dann bin ich RIP. Digga, was? Digga, was? Digga, was? Oder soll ich einfach auf Damage gehen? Aber das bringt ja auch nichts. Ich dachte eigentlich, dass der Kampf eine gegessene Sache ist. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt grinden muss für diesen Typen. Das ist ein Crit, das ist sehr gut. Das heißt, ich bekomme schon mal keinen Damage vom Safcon. Wenn jetzt das Kokuna kommt. Nee. Kann es sein, dass es am Crit liegt? Jetzt probieren wir es mal anders. Ich gehe jetzt einfach auf Damage. Weil anscheinend bringt der Heuler nicht so viel. Wenn ich noch eine, zwei, müsste ich noch überleben. Es geht daneben. Okay. Das heißt, jetzt müsste ich es eigentlich haben. Beziehungsweise spätestens Nato müsste es sowieso haben. Aber okay, jetzt war's das. Ich hätte einfach direkt auf Damage gehen sollen. Ist der irgendwie programmiert auf Hypnose plus Groll oder so? Ist seltsam. Ach so, ich weiß, warum er die ganze Zeit Groll macht. Weil er nur Schlecker kann sonst. Natürlich trifft meine nicht. Ich habe einfach schon 16 AP ver... Das ist doch unglaublich. Der trifft das dritte Mal hintereinander. Ich mache einmal Hypnose, trifft nicht. Aber ich denke, was ist das? Ja, danke. Jetzt sind wir wenigstens aus diesem ewigen Loop raus. Und hier hätten wir auf jeden Fall noch unser nächstes Pokémon zu holen. Weil ich glaube, hier gab es Abra. Hier gibt's Ditto? Das hat auch nur 5% Encounter Rate. Wow, danke. Alter, schon wieder ein Ditto. Willst du mich verarschen? Das hat nur 5% Encounter Rate. Gib mir doch ein Abra, das die doppelte Encounter Rate hat. Das gibt's nicht. Komm jetzt aber. Jawohl, er halt wirklich. Komm, direkt Superball. Das muss drin bleiben. Bitte bleib drin. Nein! Ich hasse dieses Viech. Ist immer dasselbe. Wenn man Abra will, kommt's nicht. Und wenn man es nicht sucht, dann kommt's einfach nie. Was will ich mit dem scheiß Ditto, Alter? Das Abra zu fangen, wird leicht unrealistisch. Auch wenn jetzt wieder eins gekommen ist, ob das da drin bleibt. Horrorblick habe ich ja leider nicht. Alter, die Nachbarn über mir sind halt schon wieder am Bohren. Doch, Maul. Ich will doch einfach nur ein Abra. Vielleicht ist genau das dein Problem. Der soll ich sagen, dass ich keins will. Richtig. Okay, ich will jetzt ein Ditto. Ich will unbedingt ein Ditto. Das Spiel hört mir das Mikrofon zu. Nimmt nur Pokémon-Namen und genau die Pokémon-Namen, die ich sage, kommen nicht. Es kommt ein Ditto. Storm! Alter, willst du mich verarschen, Mann? Das gibt's doch nicht. Jetzt kam wieder ein Abra. Siehste? Bra. So, nächste Chance, mit dem Pokéball, einen Pokéball zu verschwenden. 6 habe ich noch. Das heißt, die nächsten 6 Abras sind nicht von mir sicher. Danach muss ich kaufen gehen. Habe ich keinen Bock dazu eigentlich. Bitte. Ja! Ja! Dieses Drecksviech. Bra. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Crystal. Und danke fürs Vorbeischauen an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.